Schatz, bist du noch da? Ja. Oh Gott, die Blume. In den Kühlschrank zum Wein. Schatz, du musst dich beeilen. Deine Mutter wartet schon. Ich komm gleich. Bitte beeil dich, du bist spät dran. Du musst fahren. Ja, Berli, ich fahr eh gleich. Das Stück vom französischen Bühnenautor Marc Camoletto wurde von Michel Nirverani bearbeitet. Der Dilettantentheaterverein 1812 in Kremsmünster feiert damit große Erfolge im stets ausverkauften Theater am Tötenhengst. Ich freue mich auf zwei ruhige Tage. Es ist eine beinahe alltägliche Geschichte. Der von der Midlife-Krise geplagte Stefan freut sich auf eine romantische Geburtstagsfeier mit seiner jungen Geliebten in der eigenen, neu renovierten Hütte am Land. Es ist der Robert, Gott sei Dank. Hallo, gerade gekommen. Hallo Robert, so eine Überraschung. Grüß dich, Jacqueline, servus, grüß dich. Da seine Frau ihre Mutter besuchen will, hat er als Alibi seinen besten Freund Robert, den er aus Kindergartentagen kennt, dazu eingeladen und sogar ein Thai-Catering bestellt. Ja. Ach, setz dich doch ein wenig zu. Doch als Jacqueline von Roberts Kommen erfährt, entschließt sie sich zu bleiben. Und das Desaster nimmt seinen Lauf. Regie führt Judith Fuderer, die in der Rolle der schlagfertigen Thai-Köchin Susi für Lachstürme sorgt. Na, was schauen Sie, so passt irgendwas nicht? Nein, ich habe nur kurz was anderes vorgestellt. Sie gehen jetzt weg. Ja, wegen einem Koffer. Ach so, nein, ich bin der Robert, Stefan ist dein... Na, sagen's nix, Sie sind der Freund, der Wochenendbesuch. Also, das ist richtig, ja. Ja, das weiß ich ja eh alles. Ach so. Na gut, und wo sind die? Die? Na, die. In weiteren Rollen brillieren Rudi Wessely als Ehemann Stefan Spiegel und Anita Wolf als seine Frau. Weiters Robert Kalanak als Hausfreund Peter Schmidt, Mario Wakolbinger als Jorge Fiala, Susis Sohn, sowie Daniela König und Bianca Breselmeier als Schauspielerin und Model Susanna Fiala. Sie schon, Sie nicht. Super. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe ja heute